Optisch den Spiegel. Jetzt sind wir wieder im Keller. Ach ja, trink mal ein Käffchen. Gönn dir Basti, los. Zieh weg. Es ist hier schon mal gut. Ich habe jetzt echt gedacht, dass ich erst nochmal zu dem O'Neill laufen müsste, aber das brauchen wir ja Gott sei Dank nicht. Wir können direkt zum Theater. Erstmal wieder ins Mark. Durchquere das Mark und suche nach Ausgang D5. Hallo, Seine! Hallo! Hallo? So. Dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier unten wieder Tolles erwartet. Das mag Zugangstunnel zentral. Da bin ich. D. Klasse. D5. Pistolenmunition. Das ist gut. Nehmen wir alles mit. Da sind wir. Also da jetzt geradeaus runter. Rüber. Gut. Ich denke, ich habe den Weg. Unbekannte Resonanz. Toter Mobius, operativ. Tasche für Pistolenmunition. Das ist gut. Dort. Okay. Das muss der Durchgang sein, den O'Neill erwähnt hat. Schauen wir mal. Papa. Lily? Ich werde hier noch verrückt. Ich werde wahnsinnig. Entriegeln. Dann gehen wir rein. Was haben wir denn hier noch Tolles drin? Waffenteile. Grünes Gel. Gut. Vom grünen Gel kann man nie genug haben. Da ist noch ein Röhrchen. Mobius nochmal. Ach so, ist noch ein bisschen weiter. Oh Mann, hier hörst du schon wieder. Tasche mit Pistolenmoni. So. Blöd, Mann. Warum hat er die scheiß Schrotflinte nicht in die Hand geholt? Zack. Lass mal nix liegen. Jetzt ist die Axt kaputt. Shit. Hätte ich gern noch mitgeholt. So, Waffenteile. Ah.
Da geht's auch wieder gut ab. Komm, hol die Flinte in die Hand. Hier sind noch ein paar Waffenteile. Und diese Richtung. Hört sich auf jeden Fall nicht gesund an, was da auf uns wartet. Die sind weg. Nachladen. Arme Sau, du. Da kann man nicht rein. Rusch die Treppe runtergehen, davon hast du auch noch nichts gehört. Ne, Basti? Trampel, trampel, trampel. Was ist denn das für ein Zeug? Wow. Was zum Teufel ist das? Ja, genau. Das habe ich auch gerade schon gesagt. Kommt bestimmt gleich irgendwas wieder raus. Sieht ziemlich lecker aus, alles. Ja, hallo? Hallo? Hör dir doch mal selbst zu, Myra. Eine Geheimorganisation hat Lily entführt und ihren Tod inszeniert. Merkst du nicht, wie verrückt sich das anhört? Aber es stimmt! Warum kannst du das nicht verstehen? Ich weiß, es ist schwer, Myra, aber... Sie ist fort. Unser kleines Mädchen ist fort. Ich habe einen Beweis. Myra... Du bist besessen. Ruh dich aus. Wenn du darüber hinweg bist, wirst du akzeptieren? Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Myra. Scheiße. Und sie hatte recht. Ein Dia. Du hattest mit allem recht. Aber warum sehe ich das jetzt? Ja. Warum siehst du das jetzt? Warum liegt hier deine Krankenakte? Warum ist die Banane krumm? Schon wieder. Oh.
Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Hoffentlich habe ich jetzt da hinten nichts vergessen. Ich wäre besser erstmal die andere Richtung gegangen. Du bist tot. Was? So. Okay, in die Richtung geht's nicht lang. Also, auf ein neues. Okay, andere Richtung. Oh Gott, wie groß dieses Ding ist. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Da müssen wir rüber. Ich kann dem Ding nichts tun. Scheiße, scheiße, scheiße. Los, los. Weg. Oh. Ich hol mal erstmal noch ein paar Waffenteile. Ich muss verdammt nochmal hier raus. Das war nicht so gut. Komm, lad nach. Das war, glaube ich, nicht die optimale Lösung. Schrotmoney. So. Herstellen. Oh Mann. Oh Mann, 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 oh Mann. Was sind hier komische Dinger unterwegs? Der Ort sollte verdammt nochmal stabil sein. Genau, davon ging ich auch eigentlich aus. 10.03. Das sah irgendwie gar nicht so stabil aus. Boah, Alter. Dann laufe ich doch lieber an der Oberfläche mit diesen paar Zombies rum.
so entriegeln. Das erschien mir alles ein bisschen sicherer da oben. Bericht Nummer 00532. Dislokationsprotokolle. Betreff Kerndislokationsprotokolle. Ein fehlender Kern ist umgehend zu ersetzen, selbst wenn ein Kern nur wenige Stunden fehlt. Kann durch die STEM-Programmierung in Mitleidenschaft gezogen werden. Falls der Kern länger als 36 Stunden fehlt, müssen die Notfallprotokolle in Kraft treten, damit der Kern nicht entweicht. Notfallprotokolle sind nur mobis operativ der Sicherheitsstufe Alpha zugänglich und lassen sich nur auf den Mark-Servern öffnen. Sehr gut. Waffenteile. Waffenteile. Gut. So, mehr haben wir hier nicht. Dann weiter. Wir sind schon mal in C. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Jemand hat mich beobachtet. Scheiße. Mobius. Lily. Irgendjemand hat Daten über sie gesammelt. Scheiße. Keine Bewegung. Sie sind von Mobius, oder? Mund halten! Sagen Sie kein Wort! Oh Mann, sie gehören nicht zu uns. Das ist richtig. Kidman schickt mich. Ja. Hören Sie, ich bin hier, um zu helfen. Mein Name ist Sebastian Castellanos. Sie lügen. Sebastian Castellanos ist tot. Nein. Was? Nein. Wer hat das gesagt? Umdrehen. Und zwar langsam. Wer bist du? Zeig dich. Sie sind Yukiko Hoffman. Ja. Woher kennen Sie meinen Namen? Mobius hat mich hergeschickt, um meine Tochter zu finden, Lily. Den Kern. Ich sage die Wahrheit. Ich weiß. Wirklich? Fehlende Mikroexpressionen und Abweichungen. Kein Nachplappern. Ich habe genug gesehen. Sie sagen die Wahrheit. Richtig. Die Teampsychologin. Ja. Ich muss mit dem überleben, was ich habe. Kampf ist nicht meine Stärke. Scheint hier oft so zu sein. Tut mir leid, dass ich Sie bedroht habe. Alles gut. Jetzt schicken Sie also schon Außenstehende? Das heißt, es wird nicht besser. Haben Sie schon andere Teammitglieder gefunden? Ja, ja. Habe ich. Aber der einzige Überlebende ist O'Neill. Liam lebt? Gut. Hat er Fortschritte bei der Stabilisierung gemacht? Der große Emitter ist in Betrieb, aber hier fällt trotzdem alles auseinander. Ja. Und ich glaube, schuld ist dieser Psycho, der Lily entführt hat. Er läuft in Union frei herum und kann den Ort nach seinem Willen beeinflussen. Das heißt, meine Theorie stimmt. Das hier ist mehr als eine einfache Kerntrennung. Wir Ärzte nutzen den Begriff Psycho nicht gern in herabsetzender Weise. Aber in diesem Fall ist er angemessen. Nur ein klinisch diagnostizierter Psychopath könnte den Stam so beeinflussen. Eine psychopathische Persönlichkeit, die Lily zur Stärkung ihrer Macht benutzt. Das ist die schlimmstmögliche Situation. Sie sind auch Seelenklempnerin. Wie kann ich ihn besiegen? Psychopathen sind antisozial, ohne Empathie und weisen sadistische Neigungen auf. Aber die Hauptgemeinsamkeit ist ihr pathologischer Egozentrismus. Andere Leute sind ihnen egal, nur sie zählen. Wissen Sie, was ihm vielleicht wichtig sein könnte? Ja. Er glaubt, eine Art Künstler zu sein. Er redet nur darüber. Dann wäre seine Kunst der beste Weg, ihn anzugreifen. Etwas für ihn Wertvolles zu zerstören, könnte ihn aus der Fassung bringen. Das merke ich mir. Okay. Aber erst muss ich ihn schnappen. Das klingt logisch. Er hat sich im Theater verkrochen. Okay. Also Ausgang D5.
Er ist hier. Gleich im nächsten Zimmer. Alles klar. Bleiben wir über unsere Kommunikatoren in Kontakt. Ja. Ich schaue mir meine Daten an. Vielleicht finde ich weitere nützliche Informationen. Ich habe das Gefühl, da steckt mehr dahinter. So oder so. Er wird wohl schwierig zu bekämpfen sein. Sie können sich hier gerne bedienen, wenn Sie etwas brauchen. Dankeschön. Glaubt Lily wirklich, ich sei tot? Hm. Oder war das nur Teil ihres Lügendetektortests? Tut mir leid. Aber sie glaubt es. Ich dachte bis vor kurzem auch, dass es stimmt. Aber mit den Jahren habe ich gelernt, Aussagen von Mobius mit Vorsicht zu genießen. Es war nicht schwer zu sehen, dass sie die Wahrheit sagen. Warum sollten sie das tun? Für was für Monster arbeiten sie? Ich weiß, es ist nicht richtig. Aber überlegen Sie mal. Lily ist wahrscheinlich weniger traumatisiert, wenn sie denkt, sie seien tot, als wenn sie denkt, sie leben, aber nicht bei ihr. Na gut, ja, das stimmt. Vielleicht. Das ist logisch. Aber ja, okay. Was, wenn ich sie endlich finde? Keine Sorge. Sie wird ihren eigenen Augen Glauben schenken. Ja. Wenn Mobius Psychopathen aus dem Stamm fernhalten wollte, warum ist einer hier gelandet? Keine Ahnung. Gute Frage. Jede Person im Stamm hat vor dem Einsatz eine Reihe psychologischer Tests durchlaufen. Und wir haben sie von hier aus überwacht. Heimlich. Um labiles Verhalten zu erkennen. Das hat ja super funktioniert. Leider sind Psychopathie und Soziopathie unglaublich schwer zu diagnostizieren. Psychopathen sind oftmals gerissen und hochintelligent. Wenn sie ihre Diagnose kennen, können sie sich leicht verstellen. Dass er uns getäuscht hat, zeigt Folgendes. Er ist geschickt und selbstbewusst. Ja. Auf beunruhigende Art. Großartig. Die Tests haben also nur die schwächsten Psychos ausgesondert. Ich fühle mich verantwortlich dafür. Ich habe die Tests mitentwickelt. Sie sagten, Ihrer Meinung nach steckt mehr dahinter? Ja, ich habe mich mit dem Beacon-Vorfall befasst, um eine weitere derartige Katastrophe zu verhindern. Hat in super dem funktioniert. Fall war die fragliche Person der Kern. Trotzdem blieb die Umgebung relativ intakt. Irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Wie meinen Sie das? Die Kreaturen hier drin. Der Zerfall von Union. Der Ausfall der Kommunikation mit Mobius. Das ist sehr viel für eine Person. Selbst mit der Macht des Kerns. Er hat jemanden erwähnt. Eine andere Person, die Macht des Kerns wollte. Das könnte bedeuten... Nein. Das ist ein zu furchtbarer Gedanke. Was? Was? Nur eines könnte mächtiger als ein Psychopath hier drin sein. Was? Aber ich muss noch weiter forschen, um die Theorie zu bestätigen. Okay. Die Teampsychologin. Yukiko Hoffmann. So, Spritzchen. Rotes Gel. Untersuchen. E-Mail. Kernkandidaten an alle zuständigen Personen. Operativ Grisha. Lily Castellanos. Erste Erkenntnisse. Der ideale Kernkandidat muss ein freies Ego besitzen und seine eigene Persönlichkeit zu behalten. Gleichzeitig aber auch die miteinander verbundenen Geister vieler anderer unterstützen zu können. Unter Berücksichtigung dieser Parameter gibt es nur zwei mögliche Arten von Kandidaten. Egomanen mit psychopathischen Neigungen und Kinder. Wir wissen alle, was beim letzten Mal passiert ist, als sich ein Egomane mit psychopathischen Neigungen im Stamm befand. Am besten wäre also ein Kind. Dank unseres Zugriffs auf die Ergebnisse der Standard-Schulprüfungen konnten wir die Auswahl eingrenzen. Wir glauben, in Lily Castellanos die ideale Kernkandidaten gefunden zu haben. Ihre Tests zeigen, dass sie nicht nur arglos ist, sondern für ein Kind ihres Alters auch unglaublich starke Empathiefähigkeiten besitzt. Wir schicken sie für weitere Tests zu Dr. Hoffmann. Gut. Kaffee. D5.
Waffenteile. Rauchpulver. Okay. Durchquere das Mark und suche nach Ausgang D5. Zu Union Post Plus. Ist das richtig? Ich wollte doch zum Theater. Hochwertige Waffenteile. Kaffee. Ja, ja, da gehen wir gleich rein. Wir haben ja auch noch ein Deal. Wollen wir natürlich auch noch gucken. So, Pistolenmunition voll. Da geht's raus. Gut, dann gehen wir jetzt rüber in den Spiegel. Schauen, mal ist die. Ja, ist ja alles gut, Mädchen. Geh schon ran, Kidman. Los, Kidman. Ich bin hier. Als ich Myra das erste Mal sah, hatte sie diese Uniform an. Ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich wollte es mir noch nicht eingestehen. Aber als sie dann im Dienst verwundet wurde, konnte ich meine Gefühle nicht länger verbergen. Sie war eine so tolle Ehefrau und Mutter, dass ich manchmal vergesse, was für ein guter Detective sie war. Sie hatte recht gehabt. Sie wusste, dass mit Lillys Tod etwas nicht stimmte. Ich meine, Entführung. Ich hätte ihr von Beginn an glauben sollen. Du konntest die Wahrheit nicht vorhersehen, Sebastian. Das weißt du. Jo. So. Gehen wir noch mal hier rein. Schieß mal noch eine Runde. Machen wir mal den schweren Modus. Sehr gut. Das war nicht so gut. Dafür haben sie sich Applaus verdient. Da draußen gibt es bestimmt jemanden, der ihnen Beifall klatscht. Dankeschön. Grünes Geld, 2000. Das Problem war jetzt aber nochmal. Einer geht noch.
Fast 2000. Das war gut. Das ist wirklich beeindruckend, Detective. Oh, ja. Sehr beeindruckend. Sehr schwer. Gut. Gehen wir nochmal zurück. Hier gibt's nichts mehr.